Joho Leute, herzlich willkommen zu Part Nummer 108 des Napoli Let's Plays. Wir stehen vor der Partie gegen den AS Rom, gegen den Tabellenvierten. Und zwar heißt das für uns, dass wir gewinnen müssen, denn dann können wir nochmal Boden gut machen auf den AS Rom, sowie im nächsten Spiel auf den AC Milan. Dann hätten wir nämlich auf Rom schon 6 Punkte Vorsprung und auf Milan 5 Punkte, nein 4 Punkte. Das wäre durchaus ein komfortabler Vorsprung und das müssen wir irgendwie schaffen. Nächste Partie spielen. Ah ne, erstmal gehen wir die Aufstellung ändern. Mannschaft, Teammanagement, alles wieder beim Alten. Santa Croce kann raus, Grava hier so und dann Papadopoulos rein und hier Valencia. Santana, Valencia dann rein für Cigarini, Alaba kann ins zentrale Mittelfeld, wo er auch spielen kann. Und dann haben wir das. Was machen wir noch? Nichts vorerst, das andere machen wir alles im anderen Menü, da wir die Spieler ja anders normalerweise aufgestellt haben. Gut, nächste Partie, auf geht's. Gegen den Tabellenvierten AS Rom, Blau gegen Rot und dann holen wir hier Sharawi raus und bringen Suniga rein. Insigne, was kann der? Kann der linkes Mittelfeld? Nein, aber Mittelsturm, dann lassen wir das erstmal. Zentrales Mittelfeld könnten wir theoretisch noch Gigarini einwechseln, aber den werden wir dann wohl eher in der Halbzeit oder so einwechseln. Irgendwie so, mal schauen. Meine Nase juckt. Oh. Mann, meine Nase juckt, so ein Mist. Gargano. Oh, ja. Baumann hält. Jetzt geht's direkt in die Partie. Auf geht's, Jungs. Volle Kanne voraus. Osvaldo und Caprari. Lamela. Was haben die denn so für Spieler? Pjanic. Lamela. Pjanic wurde ja auch von vielen gefordert. Oder mal bei Man City Let's Play. Mal schauen. Mal schauen. Ja, wieso kann der den Ball behalten, ohne dass er... Ach, boah, Alaba, hol dir das Ding hier. Oh, Mist, jetzt aber. Ah, hallo? Dann, du hättest das Ding noch locker gehabt. Warum machst du das? Jetzt Osvaldo. Wo habe ich denn den gesehen, den Osvaldo? Das erste Mal. Keine Ahnung. Pjanic, Osvaldo. Daneben. Glück gehabt. Och ne, Cagliari gegen Chievo 1-0. Baumann hat das Ding halb und halb nicht. Valencia. Valencia, schön. Aber der Torwart hält das Ding sicher. Hätte mich auch irgendwie dann doch noch gewundert, wenn der reingegangen wäre. So, warum ist er eigentlich immer Dumbia? Das muss ich auch mal noch umstellen, dass der den Eckball macht. Valencia. Oh, springt er hoch. Aber es gibt Abstoß am Schluss dann. Ach, schade. Ist schon ziemlich hochgesprungen, der Kerl. Hätten ihn vielleicht auch mal reinmachen können oder so. Na, ich muss mal nochmal die Flasche aufmachen. Flasche leer. Jetzt ist mir der Deckel tatsächlich runtergefallen. Oh, jetzt geh ab, Wellington. Geh ab, Junge. Dumbia, was tust du da? Wo ist der Deckel? Ich finde den Deckel nicht. Nein. Wo ist der Deckel? Egal, dann trinke ich so. Wenn die Flasche. Flasche offen, Flasche leer, keine Ahnung. Ah, da ist der Kehlenburg. Nani. Auf Valencia. 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 Ist der schlicht? Ist der schlicht? Ja, bei The Player News, auf dem Kanal, wo ich auch aktiv bin, wurde mir gesagt, oh, hör doch mal auf mit dem ganzen Ich. Ich bin Saarländer, das war, fand ich lustig irgendwie. Ich sag ja immer ich. Ja, also, ich bin der Alex. Und das ist normal, was soll ich sonst sagen? Was sagt man sonst? Ich bin der Alex, oder was? Wo ist da jetzt der großartige Unterschied? Sag mir das mal einer. Gargano. Wellington, was tust du da? Die Tonne. Welli, die Tonne.
Gargano hat aufgepasst. Dumbia. Fast hätte der Doppelpass wieder gebracht. Aber wir haben sie so sehr bedrängt, dass der den Ball unbedingt ins Ausspielen musste. Ach Mann. Valencia. Papadopoulos. Schade. Stekelenburg. Oder heißt er Stekelenburg? Stekelenburg. Irgendwie so. Wurde mir mal beigebracht, als ich in Holland, in Frankreich im Urlaub war, wo aber so viele Holländer waren, dass man eigentlich so gut wie nur Holländisch geredet hat. Oder zumindest gehört hat. Geredet ist noch. Oh, haha. Einfach mal so einen fiesen Rabona gemacht. Komm schon. Nein. Valencia, geh ab, Junge. Abgehen, nicht irgendwo ins Nichts schmeißen. Osvaldo. Oh, das war gut gemacht eigentlich. Der Torwart hat aber gerade noch den Fuß draußen gehabt. Jetzt auf Veliton. Veliton. Das war noch glücklich. Ach, das war jetzt aber dafür umso schlechter. Desto mehr Glück wir eben hatten, desto schlechter war dies. Aber das war auch gut vom Verteidiger, denn jetzt haben wir uns wieder Zeit geschaffen. Es gibt auch keine Karte für ihn, von daher. Von uns nur von Vorteil. De Rossi. Dumbia. Schöner Ball auf Nani. Nani ist schneller. Oh! Hallo, Foul. Der hat ihm vielleicht übel ins Bein getoppt oder so. Nee, das sieht der Schiedsrichter nicht. Das interessiert ihn nicht. Och, Mann, das gibt's doch nicht. Guberti. Was ist denn das für einer? Guberti. Ja, Valencia, hinterher. Oh, ist ja so schnell. Da hat er auch schon den Ball. Und verständelt das Ding wieder. Wo passt denn du hin, Junge? Der kann kein Roulette. Nein. Der aber. Valencia. Milan gegen Bari 2:0. Das heißt für uns, wir müssen gewinnen. Damit wir vor Milan bleiben und die Chance auch wahren auf 4 Punkte Vorsprung. Oh, Veliton, Mist. Geh doch hin, Junge. Super, wieder den Ball geholt. Valencia, Nani auf Veliton. Ach, Mist. Hol doch dir den Ball. Ja, das kommt immer mal so zwischendrin, ne? Diese doofen. Hä, wieso holt er sich den Ball hoch? Ach, Mann. Ey, nein, was soll das? Ah, noch super reingegrätscht. Valencia schon wieder. Ne, nicht ganz mit dem Fehlpass. Aber dennoch, dieser Valencia, der hat in Pässen anscheinend gar nichts auf dem Appel. Jetzt Veliton. Auf Dumbia. Dumbia. Jawohl. Nein! Warum pfeifst du ab, du Idiot? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Pfeift er einfach ab. So ein Idiot. Schön, den haben wir. Ey, verarsch mich nicht. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wo war das denn bitte ein Foul? War doch einfach nur Ball gespielt. Och komm. War nur Ball gespielt. Und es wird als Foul gewertet. Wenn das jetzt noch zum Gegentor geführt hätte, dann wäre ich aber ausgerastet.
Jetzt aber, komm, geh ab, Nani, du bist ja wohl schneller als der da. Ready Torn, 1 zu 0. 49. Spielminute und die wollen nicht so ganz. Da haben wir es! 1 zu 0, 9, Nummer 9. Veditron, 49. Spielminute. Ich denke, gerechtfertigt, nachdem dieser Freistoß für die Gegner angeblich gerechtfertigt war. Und weiterhin auf Profi. Ich habe ja gesagt, so Apart 110 werde ich es mal versuchen, mit einmal auf Weltklasse. Und wenn ich dann untergehe, dann werde ich direkt nochmal aufgeben damit. Valencia, Valencia, oh Gott, Valencia, Federico, Miracoli sind fertig, Veliton, was geht? Oh, Dumbia, Dumbia, schade, da wurde er aber noch gelegt, da könnte man doch mal Freistoß geben. Ja, oh, leck, den gibt's dann auch noch sogar. Probieren wir es mal mit dem schönen Schuss hier. Boah, das ist Ding drin, ich glaub's nicht. Geiles Ding. Geil. Wow. Meine Güte. Ich hoffe, ich habe euch nicht die Ohren kaputt geschrien jetzt. Bam. Da ist das Ding einfach drin, Junge. Oh, geil, das müssen wir uns nochmal anschauen. Wiederholung. Geiles Ding. Gut, dass wir das drauf haben. Erstmal ganz zurück hier. Der steht jetzt da. Gut, dann machen wir es jetzt. Lassen wir es mal abspielen. Geiles Ding, ey. Richtig, richtig geil. Check, bam. Geil. Und jetzt nochmal zurück. Und jetzt mache ich den hier. Andere Perspektive. Orbit. So. Bam. Ist das Ding drin. Geiles Ding. Jawohl. Jetzt haben wir so ein schönes Tor auch mal noch in der Karriere geschossen. Das erhöht doch gleich wieder den Wert des Karrieremodus. Oder das erhöht doch gleich wieder den Wert dieses Let's Play. Dieses Let's Plays. Ich meine, viele haben gesagt, manche haben auch noch gesagt, hör doch auf mit Napoli. Und habe ich mich erstmal gewundert, wieso Napoli? Napoli ist doch das beste Let's Play von allen. Na, abseits, ja, egal. Und ich weiß nicht. Also das wird auf jeden Fall alles laufen bleiben. Er ist erstmal Dumbia. Leck mich doch am Arsch. Geiles Ding. Schon wieder. Nein, ich wollte doch nicht mehr den Jubel machen. Na gut, wenn wir noch ein Tor schießen. Dumbia. Alter Falter. Bam. Wie ein Strich. Wie ein Strich ist das Ding drin. Und schon steht es 3 zu 0. Zur Halbzeit 0 zu 0. Und jetzt nach 60 Minuten. Innerhalb von 10 Minuten 3 Tore, 3 zu 0 für uns. Ja, und die legen sich nacheinander ab. Was war das bitte? Das will ich nochmal sehen. Flop. Flop. Hätte noch gefehlt, dass er sich jetzt nochmal ablegt. Oh, was macht der denn? Der springt der Ball vorbei. Baumann. Valencia. Valencia. Gargano. Der hat ihm kein Bein geben können. Aber egal. Wir führen 3 zu 0. Ich denke, das dürfte uns auch jetzt keiner mehr nehmen. Außer die schießen auch in 10 Minuten 3 Tore. Was ich aber nicht hoffe und nicht denke. Weil wir jetzt nämlich schon wieder auf dem Weg sind. Aber dann sind wir doch ein bisschen zu langsam. Weil Juan da doch noch einen Schritt weiter vor uns war. Jetzt aber Valencia. 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 Valencia geht ab. Der Junge geht ab. Und verliert den Ball. Und da liegt der Verteidiger auf dem Boden. Aber er hat gut geklärt. Von daher eine gute Aktion von ihm. Aber jetzt werden wir auch auswechseln. Und zwar, was machen wir? Wir müssen wohl oder übel einen zentralen Mittelfeldspieler einwechseln. Dafür machen wir mal Thiago ausnahmsweise. Und Cigarini für Gargano. Dann brauchen wir... Sonst brauchen wir jetzt erstmal nichts. Dann werden wir später noch Insigne einwechseln. Da haben wir es schon hinter uns. Foul, foul, foul. Darfst du auch mal pfeifen, Schiedsrichter? Ah, jetzt sind wir durch. Fernandes. Oh, nein. Hat der ein Glück? Hat der ein Glück? Oh, foul, foul. Foul, pfeif doch mal ein Foul, Junge.
Schiedsrichter, du könntest mal einen Foul pfeifen. Ah, schöner Ball auf Soniga. Direkt auf Dumbia. Gar nicht lang fackeln. Oh, da haben wir den Ball verloren. Ja, lauf uns aus damit. Lauf doch uns aus damit. Dann wird wenigstens gewechselt. Ah, es ist schon gewechselt. Ups. Oh, schön. Torwart raus. Ja, super von Baumann. Jetzt haben wir ihn, Thiago. Tigarini. Valencia. Valencia. Pack mal nochmal den Turbo aus. Da geht er schon ab, der Junge. Da geht er ab, der junge Kerl, der. Ist gar nicht mehr so jung. Ah, Veliton! Oh, schade. Jetzt aber, oh, noch einer. Und noch wieder nicht hin. Tigarini. Tigarini, Nani, Nani. Drüber. Ja, ein bisschen schwach der Versuch von Nani, aber dennoch gar nicht mal so schlecht geschossen. Naja, egal, ist nicht drin, also kein 4:0, 3:0 weiterhin. Baumann hat schon mehr Paraden als Stegelenburg. Jetzt nochmal. Na gut, Stegelenburg konnte die Dinge auch nicht halten, die waren ja drin. Veliton, Veliton, oh nein, schade. Das wollte ich jetzt einfach nochmal versuchen. Ich meine, wir führen ja eh 3:0, von daher ist das kein Problem. Thiago. Dumbia verliert den Ball. Aber Nani holden sich. Ne, Tigarini ist das. Holden sich nochmal. Thiago kommt auch nicht vorbei. War ein bisschen zu eng dann, aber man kann es ja mal versuchen. Oh, der kommt auch nicht ran. Oh, 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 nein. Oh, oh. Jawohl, da hatten wir doch nochmal Glück. So bleibt es beim 2:0. Da, mit den zwei Spielern kann man sich die nochmal vorlegen, die Bälle. Aber ansonsten auch mit niemandem. Thiago! Gott, oh Gott! Kein Wunder, dass der mal auf der Bank sitzt. Na komm, jetzt wechseln wir mal noch Insigne ein. So, Insigne ist drin. Dumbia hier vorne. Und Stegelenburg mit dem Abstoß. Mario Fernandes kommt nicht ran. Wo gibt's denn sowas? Philipp Wollscheid. Der Saarländer. Oh, mit dem Fehlpass. Aber holen sich wieder. Und dann Kretscher daneben. Ja, das war alles mein Fehler. Nicht ihm seiner. Oh, 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 oh. Abseits. Glück gehabt. Caprari. Da stand er im Abseits. Besser für mich. Und besser für den Torwart Oliver Baumann. Jetzt Zuniga auf Veliton, Veliton, Veliton. Ach ne, den will er nicht annehmen, den Trick. Also wir kommen nicht vorbei, meine ich. Veliton auf Thiago, Thiago Alcantara. Ganz woanders hin, bei den Gegner. Den haben wir auch wieder nicht. Jetzt komm schon. Gib mir einmal einen Ball nochmal. Gib mir nochmal den Ball. Es sind hier nur noch ein paar Minuten Nachspielzeit. 2 Minuten, um genau zu sein. Da noch, das reicht noch für einen Angriff. Über Veliton. Veliton. Ach, schade. Den hat Stegelenburg. War mir irgendwie auch klar. War nämlich jetzt nicht so gut geschossen. Aber jetzt pfeift er auch ab, der Schiedsrichter. 3:0 am Ende. Mit einem richtig geilen Freistoßtor. Ich hoffe, dieser Part hat euch dann gerade wegen diesem Tor auch gut gefallen. Spieler des Tages ist Oliver Baumann mit 9,70 als Bewertung. Richtig, richtig gut, der Kerl im Tor. Das gefällt mir gut. Der müsste sich dann auch noch weiter verbessern, denke ich mal. Gehen wir mal auf die Mannschaften, schauen uns mal insgesamt an, wer sich so verbessert hat. Baumann immer noch auf 82. Ansonsten, Papadopoulos hat er sich ja verbessert. Alaba hat sich verbessert auf 78 insgesamt. Sharawi auf 76 jetzt, von 75 auf 76. Nani auf 86, auf Dumi auf 86. Dann, ansonsten, Thiago hat er sich noch verbessert, weil der ist eh nicht so gut. Insigne auch von 71 auf 72. Und die setzen wir sowieso nicht ein. Die müssen wir alle noch verkaufen, wenn denn jetzt Transferphase ist. Bin mal gespannt. Transferphase ist jetzt schon. Dann werde ich die auch schon mit unterbringen. Gerade mal in den Part. Okay, er will bleiben. Ja. Okay. Das finde ich gut von dir, Soniga. Jetzt fängt erstmal die Transferphase an. Monatsbericht. Transfermarkt offen. Gut. Jetzt werden wir verkaufen, was das Zeug hält.
Haben wir, nein, noch keinen Status drin. Gehen wir erstmal nach Alter. Grava, den brauchen wir eh nicht mehr. Santana wollen wir verkaufen. Dorsena will ich verkaufen. Calavaro will ich verkaufen. Gargano lassen wir mal noch. Santa Croce auch noch. Gemaili brauche ich nicht. Cigarini lassen wir mal drin. Erstmal vorerst. Vitale brauche ich nicht. Jetzt wird's anders. Eng. Fidelev brauchen wir nicht. Fernandez brauchen wir nicht. Ciano brauchen wir nicht. Und Maiello brauchen wir nicht. Dumitru brauchen wir nicht. Den werden wir aber nicht freigeben, sondern verleihen. Donnarumma brauchen wir nicht. Den können wir verkaufen. Desi brauchen wir nicht. Den können wir verkaufen. Und ansonsten reicht's erstmal. Jetzt gehen wir Spieler kaufen. Schauen wir mal. 1 Million Transferbudget haben wir insgesamt. Das ist doch ausreichend. Das reicht schon mal gar nicht. Werden wir erstmal warten, ob hier irgendwelche Angebote kommen. Oh, da ist tatsächlich eins für Fidelev. Da steht nicht drin, wie alt, wie viel der wert ist, aber ich werde ihn verkaufen. Von daher macht es nichts aus. 1,5 Millionen haben wir jetzt mal nochmal gewonnen. Pressetermin. Milan. Oder Napoli. Spieler. Oh, gehen wir mal einen Spieler loben. Hier, Oliver Baumann. Loben. Den guten Baumann. In Sachen Fairness Isre Baumann vorbildlich. Genau. Genauso sehe ich das auch. Isre. Okay, solche Probleme hat man mit Baumann nicht. Ja. Okay. Nein, nicht so. Weiter. Transferverhandlung. Och, komm. Wo gibt's denn sowas? Wir können uns natürlich keine Spieler jetzt kaufen, war ja klar. Netzwerk wird eingerichtet, der ist dabei oder was? Jugendmannschaft. Oh, der hat sich gut entwickelt. Ne, Quatsch, der war ja schon so. Quatsch. Aber hier, die sind auch gut dabei. Bin ich mal gespannt, was aus denen noch wird. Jetzt weiter. Okay, nächste Partie gegen AC Milan. Und dann haben wir direkt 3 Tage darauf die Chance, den Tabellenplatz Nummer 1 zu ergattern. Und zwar gegen Juventus Turin. Wenn wir nämlich jetzt gewinnen... Ah ne, haben wir nicht. Die haben 4 Punkte Vorsprung. Na, das wird dann klappen. Da müssen wir jetzt hoffen, dass sie irgendwas falsch machen. Interesse an Sörensen. Okay. Na gut, wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, diese Folge hat euch mal wieder gefallen und ihr werdet es auch weiterhin verfolgen. Auf Wiedersehen dann und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.